So, liebe Kinder, abgeben, 15 Minuten. Ihr hattet genug Zeit für diese Aufgabe. Wir müssen die nächste machen. Nein, Kevin, du kriegst nicht Zeit. Wir machen hier nicht dieses individuelle Lernen. Du musst jetzt abgeben oder du musst es als Hausaufgabe machen und auf dein Fußballtraining verzichten. Denn wir haben noch ganz viele mehr Aufgaben zu machen und bald ist der Test. So, es geht weiter. Hallo liebe Lehrerinnen und Lehrer, ich wurde schon mehrmals gefragt, in was für einem Unterrichtsmodell, das ich arbeite, oder was für ein Schulsystem das es ist, weil ich wurde ja auch schon kritisiert, dass ich es irgendwie schaffe, um 17, 18 Uhr Schluss zu machen, Montag bis Freitag und am Wochenende nichts für die Schule mache. Und das ist einfach ein Vorteil, den ich irgendwie aus diesem Schulsystem mir herausgezogen habe. Aber es ist viel mehr als nur das, das ist einfach das, was ich als Vorteil nutze. Aber je mehr ich mit diesem Schulsystem arbeite, desto mehr bin ich davon überzeugt, dass das ein wirklich sinnvolles Modell ist und individuelles Lernen ermöglicht. Und ich möchte heute euch einfach die Erfahrung erzählen, die ich die letzten 2 Jahre gemacht habe an dieser Schule, weil ich habe dieses Schulsystem auch erst hier kennengelernt, als ich hier wirklich angefangen habe zu arbeiten. Und ich will mit diesem Video auch überhaupt nicht sagen, dass dieses Schulmodell oder Schulsystem das Beste oder so ist. Meiner Meinung nach gibt es sowieso kein System oder ein Modell, das das Beste ist, weil schlussendlich packt man 25 Individuen in einen Topf und egal welches Modell oder System man darüber stülpt, schlussendlich gibt es immer ein paar Schülerinnen, für die ist dieses System nicht ganz geeignet. Ich sage nur, ich habe die Erfahrung gemacht, dass dieses System gewisse Vorteile birgt für die Schülerin, aber auch für die Lehrperson und wenn man möchte, kann man das im eigenen Unterricht implementieren, aber man kann es auch als gesamte Schule nutzen. So, und wie ich schon im kleinen Intro-Video gezeigt habe, ist ja das Problem oft am Schulalltag, dass, sagen wir, über 4, 5 Wochen, an denen man an einem Thema mit den Schülerinnen arbeitet, egal in welchem Fach, dass die Lehrperson eigentlich vorgibt, in welchem Zeitrahmen und in welcher Menge, dass welche Aufgaben und welche Lernziele verfolgt werden. Das heißt, man taktet das Ganze Stück für Stück. Ich habe hier mal so ganz schnell eine kleine Grafik aufgezeichnet. Diese kleinen roten Punkte sind einfach die Lernziele oder die Aufgaben, die dann schlussendlich zu einer Beurteilung hinzuführen, sei es ein Test oder ein Vortrag oder was auch immer. Aber die Lehrperson gibt vor, jetzt machen wir das, dann das, dann das, dann das, dann das. Und die Schülerinnen sitzen im Unterricht und müssen sich einfach an diesen Zeitplan halten und mitmachen. Und wenn man die Hausaufgaben mal nicht gemacht hat, dann wird das notiert. Es gibt ja irgendwann Probleme mit der Lehrperson. Und dann gibt es ein Elterngespräch und so weiter. Und die Schülerinnen werden so unter Druck gesetzt. Natürlich gibt es auch Schülerinnen, für die ist das optimal. Die können so mithalten, die brauchen ein bisschen Druck. Und jetzt dieses Schulsystem, in dem ich arbeite, nennt sich selbstorganisiertes Lernen. Wir nennen es einfach selbstorganisiertes Lernen, also soll. Man kann dem aber auch sagen Postenlaufunterricht oder Atelierunterricht. Es gibt ganz verschiedene Namen dafür. Deshalb sage ich auch, es gibt nicht das beste Schulsystem, weil viele von diesen Ideen von Schulsystemen sind überlappend. Schlussendlich sind es verschiedene Begriffe, die man dafür benutzt, aber schlussendlich sind es ähnliche Ideen oder sogar wirklich genau die gleichen Ideen. Und ich habe jetzt hier eine zweite Grafik mitgebracht, die ich auch ganz schnell aufgezeichnet habe. Also anstatt, dass wir von diesem zeitgetakteten Modell ausgehen, gehen wir zu diesem Modell, wo die Aufgaben, ich habe es jetzt einfach als Kreis angeordnet, man könnte es auch anders machen, dass quasi die Lernziele von den Schülerinnen, man kann sagen, es wäre optimal, zum Beispiel gerade in Mathematik, wo ja vieles aufbauend ist, dass man quasi in dieser Reihenfolge geht. Aber trotzdem hat der Schüler oder die Schülerin die Freiheit, von der Mitte aus zu sagen, okay, ich beginne bei der Aufgabe 1 und ich gehe nach der Aufgabe 2, aber vielleicht gehe ich nochmal zurück oder vielleicht verstehe ich schon die dritte und vierte Aufgabe oder sagen wir die erste und zweite Aufgabe, weil wahrscheinlich sind das meistens die einfachsten. Ist ja auch oft nach Schwierigkeit abgestuft, also man beachtet die Taxonomiestufen und baut dementsprechend die Schwierigkeit, der Schwierigkeit nach die Aufgaben auch auf. Und der Schüler kann aber auch sagen, ich kann schon das Lernziel der ersten oder zweiten Aufgabe, ich gehe direkt zur dritten. Oder ich probiere mal einfach direkt die siebte Aufgabe, ich merke, es funktioniert nicht und gehe wieder zurück. Aber das bedeutet einfach, dass der Schüler, die Schülerin sich im Prinzip frei bewegen kann in diesen Aufgaben. Und die Idee ist, dass man über einen bestimmten Zeitraum, sagen wir, wenn ich spreche ja immer so von 4 bis 6 Wochen für ein Thema, anstatt dass man genau vorgibt, genau in dieser Reihenfolge musst du das und das machen, sagt man, okay, wir haben einfach ein Zeitfenster von 4 bis 6 Wochen und in diesen 4 bis 6 Wochen musst du schauen, dass du diese Lernziele erreichst.
jetzt die Kritiker sagen bestimmt schon, oh Gott, selbst organisiert, ein Drittel oder die Hälfte der Schüler sind so schwach, die können das gar nicht, die können sich nicht selbst organisieren. Ja, man muss ja auch nicht alles selbst organisiert machen, sodass die Schülerinnen komplett die Verantwortung übernehmen müssen und selber sich die ganze Zeit organisieren müssen. Sondern man kann eine Mischform machen. Und das ist das, was wir an dieser Schule machen. Wir sagen Input und selbstorganisiertes Lernen. Input ist einfach quasi der normal geleitete Unterricht, wo die Lehrperson irgendwie Theorien erklärt, eine Formel erklärt, bestimmte Regeln erklärt in einem Fach und einen Input gibt, einen Stoff-Input. Und dann die Schülerin anleitet mit, jetzt gucken wir zusammen mal diese Aufgabe an und dann mal diese Aufgabe, jetzt besprechen wir das zusammen oder ihr macht das mal so und so weiter. Und dann die andere, circa Hälfte der Zeit, sind die Schülerinnen quasi auf sich alleine gestellt. Natürlich sind die Lehrpersonen anwesend, aber die Schülerinnen lernen mit einer Agenda, sich selbst die Zeit einzuteilen und zu überlegen, okay, ich stehe im Moment hier und ich sollte jetzt vielleicht mal diese Aufgabe lösen. Und so quasi hat der Schüler, die Schülerin selber Zeit, sich einzuteilen, ich brauche für diese Aufgabe 20 Minuten und nicht nur 10 Minuten, wie es die Lehrperson vorgegeben hat. So, und ich will das Ganze nicht ganz im Detail erklären, weil kommt noch viel mehr dazu. Ich werde auch nachher noch mal ganz kurz über das Buch sprechen, das es dazu gibt. Das ist unsere Grundlage jetzt für unser Schulsystem. Das heißt Selbstorganisiertes Lernen in Schule und Beruf. Das ist von Herold, Cindy und Martin. Ich werde dann den Bücherlink auch in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr, wenn ihr wollt, das euch holen könnt. Ich möchte einfach noch sagen, dass aus der Sicht der Lehrperson bedeutet das, ja, es bedeutet einen größeren Unterrichtsvorbereitungsaufwand. So wie ich in den anderen Videos auch schon erklärt habe, man packt alle Lernziele und Aufgaben zusammen zu einem großen Ziel, mit dem man dann das Thema abschließen möchte, sei es über einen Monat, sei es über 6 Monate, mehrere große Dinge, Themen, die man bearbeiten möchte. Anstatt dass man quasi eine Planung hat, wo man laufend die Aufgaben rausgibt, ist, dass man von Anfang an alles bereitstellt und man leitet die Schülerin an im Sinne von, diese Woche schauen wir zusammen das an, diese Woche das. Aber die Schülerinnen haben Zeitfenster, wo sie selbstständig an die Aufgaben gehen können. Und ich als Lehrperson gehe dabei ihre Aufgaben individuell anschauen und suche das Gespräch mit Einzelnen und unterstütze so gerade die Schwächeren. Für mich persönlich muss ich sagen, hat sich mit diesem Unterrichtsmodell, klar nebst meiner Erfahrung, die jetzt mit den Jahren dazugekommen ist, hat sich trotzdem der Unterrichtsalltag enorm entspannt. Weil zum Beispiel hat mich persönlich das Thema Hausaufgaben immer enorm gestresst, weil dieses Kontrollieren und dieses Einsammeln von den Hausaufgaben wöchentlich mehrmals die Woche und immer irgendwie ein paar Schüler, die es nicht gemacht haben, oft sind natürlich auch die gleichen. Ich gebe heutzutage im Prinzip keine Hausaufgaben mehr. Ich gebe nur noch Empfehlungen ab, quasi auf nächste Woche oder auf übermorgen wäre es sinnvoll, wenn ihr diese Aufgabe löst. Aber wenn ihr nicht könnt oder nicht wollt, ja, ich kann euch schlussendlich nicht dazu zwingen, weil schlussendlich Hausaufgaben und Kontrolle, die es sonst eigentlich nie machen und schlussendlich dann einfach schnell abschreiben, 5 Minuten vor dem Unterricht, das bringt ja wieder auch nichts. Das ist eine Haltung als Lehrperson, die ich einnehmen will, im Sinne von, ich möchte den Schülerinnen beibringen, dass sie Verantwortung übernehmen. Und wenn ein Schüler von Anfang an eine bestimmte Aufgabe gar nicht machen will, dann muss ich eher das Gespräch suchen, anstatt dass ich mit Kontrolle hier pushe und erst schlussendlich vielleicht sowieso nur abschreibt. Also ich gebe nur noch Hausaufgabenempfehlungen und versuche die Schüler zu motivieren und einen Sinn zu geben, indem wir sagen, was möchtest du denn für eine Note erreichen oder was bringt dir diese Aufgabe später fürs Leben? Nicht, dass jetzt jede Aufgabe in der Schule immer irgendetwas fürs Leben bringen würde, aber ich versuche einfach nicht nur auf dem Prinzip zu beharren, du musst das machen, weil ich das sage oder weil es der Lehrplan sagt oder weil das Schulsystem es sagt, sondern sprechen wir mal darüber, okay, welchen Sinn hätte es, das zu machen und wie können wir einen Rahmen erschaffen, dass du die Zeit erhältst, damit du das in der Zeit machen kannst, die du auch brauchst, um ein bestimmtes Lernziel zu erreichen. Also einfach diese Öffnung von Aufgaben, von Lernzielen und das Ganze mehr dynamisch machen, als einfach ganz genau getaktet so und so. Und es ist einfach Fakt, und das weiß man auch aus der Wissenschaft, es sind so viele Kinder und Schüler und Jugendliche immer mehr gestresst heutzutage, auch wegen der Schule, sie sind so stark unter Druck und für mich ist das eine bestimmte Öffnung, eine Möglichkeit von einer Öffnung von einem Schulsystem, dass
den Schülerinnen ein bisschen mehr Luft gibt und auch mir als Lehrperson ein bisschen Luft gibt, nach seinen eigenen Bedürfnissen nachzugehen. So, und viel mehr möchte ich jetzt wirklich nicht mehr dazu sagen. Wie gesagt, es gibt noch viel mehr Werkzeuge, die dann dazukommen, bezüglich den Aufgaben, bezüglich Beurteilung. Wir machen auch eine Notenplanung am Anfang des Semesters, wo die Schüler selber sich Ziele setzen, welche Noten sie in welchen Fächern erreichen wollen und so weiter. Zum Abschluss möchte ich nur noch mal auf dieses Buch hinweisen. Das hier nennt sich Selbstorganisiertes Lernen in Schule und Beruf. Ihr könnt euch das im Internet kaufen oder in einer Buchhandlung holen. Es gibt natürlich auch ganz andere Bücher, die schlussendlich sehr ähnliche Themen betreffen. Ihr könnt suchen nach Atelierunterricht, Postenlauflernen, einfach irgendeine Form von Lernen, wo die Schüler ein bisschen eine Freiheit kriegen und sich selber organisieren können, selbst wählen, in welchem Tempo sie welche Aufgaben lösen wollen und wann sie welche Aufgaben lösen wollen. Und ich versuche sie anzuleiten und mit ihnen zu besprechen, was Sinn machen würde, und muss nicht meine Energie als Lehrperson quasi verpuffen für eine Anstrengung, um Schülerinnen an der Stange zu behalten, dass sie diese Aufgaben möglichst bis dann und dann gemacht haben, damit wir dem Lehrplan nachkommen und der Zeit nachkommen. Ja, das ist einfach schlussendlich auch eine Haltung, die man einnimmt. Okay, noch übrigens, ihr könnt mich unterstützen, wenn ihr ein Buch kauft, das ihr mit den Links benutzt aus der Videobeschreibung. So unterstützt ihr mich, weil ich dann eine winzige Provision erhalte, wenn ihr über Amazon ein Buch bestellt oder auch andere Dinge über Amazon. Und so macht mir natürlich auch Freude, wenn ich diese Videos weitermachen kann und ich ein bisschen Feedback von euch kriege, sei es, weil ihr ein Buch kauft, weil ihr merkt, okay, es lohnt sich vielleicht, wenn ich etwas mehr dazu lerne, sei es über das oder andere Themen, oder mir einfach einen Kommentar hinterlasst und bitte Fragen stellt, dann weiß ich vielleicht, dass ich es nächstes im Video machen kann, oder auch mal Kritik äußert, aber bitte konkret sprechen, nicht einfach, das finde ich schlecht oder das finde ich vielleicht auch gut, sondern ich muss immer wissen, um was geht es genau, damit wir wirklich eine sachliche Diskussion über bestimmte Dinge führen können. Das wäre es für heute. Ich hoffe, es war einigermaßen verständlich und ich kann sicher noch mehr Videos zu diesem Thema soll selbstorganisiertes Lernen machen, weil, wie gesagt, ich bin immer mehr überzeugt davon, dass das in eine Richtung geht, die den Schülerinnen und uns Lehrpersonen auch sehr viel bringen kann. Macht's gut, wir sehen uns bald wieder. Ciao.